Ja, heute reden wir von einem Thema, was ganz einfach ist. Das ist das SGB. Wenn ihr X habt, Gesetze, dann gebt ihr das mal hier ein. Und der wichtigste Teil ist momentan für viele durch die Kurzarbeiter und auch durch die, die jetzt gerade arbeitssuchend geworden sind oder die eine Umschulung haben wollen, wie ich, und darum kämpfen, eine Umschulung zu kriegen, ist der allgemeine Teil, also der SGB, der Sozialgesetzbuch allgemeine Teil, das ist das SGB 1 und dann der SGB 2 Teil, das heißt, das ist das Grundsicherung für Arbeitssuchende und was interessant ist natürlich, SGB 3 Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung. Es gibt also drei Teile erstens, die uns interessieren. Viele Leute verstehen das irgendwie falsch, weil ich höre immer von Leuten reden, wenn ich auf der Straße, also wenn ich unterwegs bin, dann höre ich Passanten unterhalten, dann höre ich mal zu, hey, du hast so und so, wie ist das eigentlich? Ich sehe es in den Medien, ich sehe es in den Fernsehsendungen, in verschiedenen Büchern, blablabla und so weiter. Es wird immer ein Fehler gemacht. Es wird immer der Zusammenhang rausgerissen. Leute, das SGB ist komplett zusammengefasst in einem kompletten Compendium. Das ist ein Compendium wie ein Lexikon. Ihr könnt den einen Teil nicht auslassen. Ihr müsst komplett alles machen. Und wir werden uns das immer komplett immer anschauen, von A bis B. Weil das Wichtigste ist, sind die ersten drei SGB-Teile. Dann das vierte, der vierte Teil ist Sozialgesetzbuch Gemeinde, also gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung. Dann haben wir die SGB 5, Sozialgesetzbuch gesetzliche Krankenversicherung. Dann haben wir SGB 6, Sozialgesetzbuch gesetzliche Rentenversicherung. Und dann 7, Sozialgesetzbuch gesetzliche Unfallversicherung. 8, Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe. Und dann haben wir 9, Sozialgesetzbuch Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Und zuletzt haben wir SGB X, Sozialgesetzbuch, Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz. Ist dann dementsprechend für Leute wichtig, die eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten machen oder eine Umschulung. Den Teil werden wir auch durchgehen und das alles erklären. Wichtig ist, ich werde zuerst eine allgemeine Erklärung für euch geben, okay? Weil ich der Meinung bin, wenn ich in die Schule gehe und ich gehe in die erste Klasse und ich bringe jetzt hier mir ein sofort Lesen bei, ohne das Alphabet, dann wird derjenige Schüler nie richtig das verstehen oder aussprechen können, geschweige überhaupt außer seiner Talent oder eine Gabe, dass er das so kann. Aber generell bringe ich immer A, B, C, D, E, F, G, H, I und K und so weiter bei. Das Alphabet, dann bringe ich die ersten Zahlen und die Grundfunktionen vorbei. Also bei, nicht vorbei, bei. Okay, deutsche Sprache. Okay, also ich bringe die Grundfunktionen den Leuten bei, damit man später damit arbeiten kann. Denn ihr dürft nicht vergessen, die Gesetze sind in einer feinen, Beamten, fiesen Sprache geschrieben worden und in einer Sprache, wo die Leute nicht verstehen sollen. Das hat man schon mit Absicht gemacht. Ne? Das wird auch bis heute dementiert von den Gesetzgebern, aber dazu gibt es von mir nochmal ein anderes Mal ein Special, falls euch das interessieren sollte. Okay, also das ist ganz wichtig, wir werden das lernen. Ich werde euch das vorlesen, dann werde ich das noch allgemein, sehr allgemein erklären, weil wir haben keine Zeit für 20, 30 Minuten erstmal, sondern wir wollen erstmal unsere Gehirn dieses allgemeine, sachliche Verständnis haben. Und nicht vergessen, dadurch werden wir die Urteile in weiteren Videos, im Verlauf weiteren Videos, werde ich dann euch Urteile geben. Es gibt Urteile für nur einen Satz, ne? Die Menschenwürde ist fantastisch, da gibt es einen riesengroßen Satz, nur einen Satz, aber Urteil mit 100 Seiten, ne? BGH. Da werde ich euch auch das präsentieren mit diesem Urteil vom Bundesgerichtshof. Das ist wichtig, auch vom Sozialgerichtshof, weil ihr könnt ein Gesetz, was gemacht ist, nicht einfach so hernehmen und sagen, das ist so, und dann schreibt es dem Beamten und sagt, ja, das musst du gehorchen und stirb, du Arschloch, Kind. So funktioniert das nicht. Da sagt er, ha, sehr witzig, etchi-betchi, ich muss gar nichts, weil ich je nach einem Urteil. Also nicht falsch verstehen. Die Gesetze sind zwar gemacht worden und die sind objektiv und stur jetzt im Buch stehen die drin, aber das Gesetz ist jetzt nicht wie ein Stein. Also das Gesetz wird geformt durch gewisse Urteile, die dann die Richter entscheiden und dieses Gesetz dann auslegen. Okay, weil es gibt immer so eine Auslegungssache bei gewissen Sätzen.
Und da muss man halt immer auf die Urteile sich beziehen, auf die Sozialgerichtsurteile, auf die Bundesgerichtshofurteile oder sogar auf die europäischen Gerichtshofurteile. Ne? Weil das, daran macht man das Verständnis des Gesetzes deutlich klar. Ne? Wenn der Gesetzgeber sagt, das sehe ich so und so, und das aber die Gerichter sagen, wir sehen das so und so, dann ist das zählt, was das Urteil sagt. Das wissen natürlich die Profis, das wissen die ganz genau, weil sonst würden sie sich nicht daran halten. Ne? Und deswegen ist es wichtig, erstmal so abstrakt das zu sehen. Also einfach so ganz dezent, wenn wir die Gesetze so ganz, ganz dezent sehen. Also ganz nüchtern müssen wir auch die Gesetze betrachten. Und ja, und das war schon wieder ein bisschen zu viel erklärt, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, Kommentare reinschreiben und Fragen für Fragen. Ihr habt natürlich meine Line-Nummer, meine Line-Nummer könnt ihr euch auch gerne an mich wenden. Jo, das war's erstmal von diesem Video.